2015, Würzburg, Toskanasaal. Sie sehen Herbert Steffen, der über die Kriminalgeschichte des Christentums spricht, anschließend Hamed Abdel Samad über den Islam. Der Typ mit den langen Haaren am Anfang bin ich. Jonas Hopf. Im Toskana-Saal in der Residenz. Was ist Aufklärung? Kant hat es einmal so ausgedrückt und hat beschrieben, das ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und daraus kommt man durch Bildung und Mut. Wir haben heute jemanden hier, der ganz besonders mutig ist. Und bei Bildung hoffen wir, dass die beiden Vorträge von Herbert Steffen und Hamed Abdel Samad dazu beitragen. Der heutige Abend steht also im Zeichen der Aufklärung, ein Thema aktueller denn je. Deswegen hat sich heute die Giordano-Bruno-Stiftung Unterfranken zusammengefunden. Das war gar nicht so einfach und sehr aufwendig in den letzten Wochen und Monaten mit Website und Facebook-Auftritten, Flyer verteilen, Plakate aufgehängt. Und wir hatten auch eine Menge Spaß dabei und wir hatten auch ein paar Treffen vorher ganz, ganz unten im Ratskeller, witzigerweise in einem Raum, der Hexenloch hieß. Da haben wir uns wochenlang im Hexenloch getroffen. Und jetzt sind wir hier im Toskana-Saal. Ich möchte mich sehr bei denen bedanken, die mitgeholfen haben, das möglich zu machen. Namentlich möchte ich erwähnen den Peter Otsikowski. Dann auch den Professor Erik Lindendorf und ganz, ganz besonders den Arutha Janke, der hier vor mir sitzt, weil er die meisten Kosten übernommen hat. Und ohne ihn wäre der heutige Abend überhaupt nicht möglich gewesen. Das kurz zu uns. Herzlich willkommen bei der Giordano-Bruno-Stiftung Unterfranken. Ich gebe jetzt auch gleich weiter an den Herbert. Er wird uns etwas erzählen über die Giordano-Bruno-Stiftung natürlich, aber auch über einen sehr großen Unterfranken, nämlich Karl-Heinz Deschner. Und danach folgt dann Hamed Abdel Samad. Hallo, alles klar, versteht man mich? Irgendwo hinten auch, vorne auch, in der Mitte. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Jonas hat zwar gerechnet, dass der Saal überwiegend voll wird, aber dass er so voll wird, hat auch mein lieber Freund Professor Erik Hilkendorf, Beirat in der GBS, auch nicht gedacht. Er war ganz überrascht, als er reinkam und sah so viele Würzburger und Umgebungsmenschen hier. Ja, wunderbar, dass ich für die Stiftung, aber Sie sind natürlich in erster Linie wie Hamed Abdel Samad gekommen, der ebenfalls Beirat in der Giordano-Bruno-Stiftung ist. Also ich glaube, wir haben schon sehr gute Leute bei uns, 70 Beiräte, und da hat jeder in seinem Fach eine besondere Bedeutung. Ja, ich bin heute hierher gekommen, eigentlich nicht, weil ich zu Neugründungen von Gruppen fahre. Inzwischen haben wir 60 Gründungen. Deutschland, Österreich und der Schweiz, das würde mich auch überfordern. Mit meinen inzwischen 80 Jahren bin ich auch nicht mal der Jüngste. Da macht man so viel, wie man kann zu Hause, auf seiner Dachterrasse, im schönen, wunderbaren Rheintal, die Loreley vor Augen. Da will man gar nicht mehr so furchtbar viel wegfahren. Du kennst es, Erik, der Hamad auch. Ja, aber das hier hat mich deswegen gereizt, natürlich einmal, weil wir hier unseren Beirat Erik Hildendorf haben, dann weil Hamed heute Abend hier spricht. Aber in erster Linie, mein Franken ist eigentlich die Wiege der Giordano-Bruno-Stiftung. Einige wissen das, einige nicht. Ich habe vorhin das Bild von Karl-Heinz Tischler hingestellt. Das hat an seinem Grab gestanden. Vor einem Jahr ist er mit 89 Jahren gestorben. Ohne Karl-Heinz Tischler gäbe es zu 99% keine Giordano-Bruno-Stiftung. Wie kam es dazu? Ich war mal selbst ein fundamentaler Katholik. Ich weiß also, wie Fundamentalisten ticken. Ganz genau. Ich weiß, was in deren Gehirn los ist. Und ich weiß, solch einen Menschen kann man normalerweise auch nicht überzeugen. Das wäre auch bei mir nicht möglich gewesen. Aber da haben etliche Leute, unter anderem Rudolf Augstein und
Und andere haben da einen großen Anteil dran gehabt, dass ich irgendwann mal auch anfing, wie Kant sagt, benutze mal deinen eigenen Verstand. Ich habe zwar eine humanistische Ausbildung, eine Hochschulausbildung, aber das hilft gar nichts, wenn man indoktriniert ist bis in die Studentenverbindung hinein. Dann ist es schwer, wieder aus dieser Kiste rauszukommen. Aber ich habe Glück gehabt, ich bin rausgekommen, bin dann 1977 aus der Kirche ausgetreten, nachdem ich dreimal im Standesamt war und jedes Mal Rückzieher angetreten habe. Das ist eine innere Überwindung. Man ist zwar intellektuell dann klar, aber die Emotion und das innere Gefühl, was ist mit der Hölle, was ist mit dem Teufel, mit dem ganzen Quatsch, sage ich heute, habe ich damals nicht gesagt. Im Grunde genommen war für mich die katholische Kirche und Religion damit im Grunde genommen abgehakt. Hätte ich nicht damals auf einer wunderschönen Südseeinsel Tahiti, auf einem Überwasserbungalow ein Buch gelesen, das mir mein Schwager mitgegeben hat. Er hat gesagt, liest du das mal? Ich bin aus der Kirche. Du bist aus der Kirche ausgetreten. Ich habe 10 Seiten gelesen. Dann wurde mir die Kiste zu heiß. Dann fing ich selber an meinem Glauben zu zweifeln. Ich habe aufgehört. Und dieses Buch heißt Abermals krähte der Hahn. Ich habe vorher Karl-Heinz Lechner nicht gekannt. Und dieses Buch, das hat mich innerlich so aufgewühlt. Vorher war das ein intellektueller Akt. Eine Entscheidung dieser Wüstenreligion hat nichts mit irgendeinem Gott zu tun oder jedenfalls nicht so, dass ich mein Leben dann auch weiterhin noch einrichte. Aber diese Kriminalgeschichte des Christentums ist ja eigentlich schon in diesem Band, Abermals Kräter der Hahn, komprimiert enthalten. Und nachdem ich diese vielen Verbrechen und Verdummung der europäischen Bevölkerung gelesen habe, habe ich gedacht, du kannst jetzt nicht mehr zur Tagesordnung übergehen, du musst was tun. Das Erste, was ich getan habe, ich bin nach Haßfurt gefahren, Haßfurt ist der Wohnort gewesen von Karl-Heinz Lechner, und habe um Eintritt gebeten. Das war nicht einfach, der Mann ist sehr ängstlich gewesen, weil er ja wusste, wer ihm alle als Zeug wollte, aber irgendwann hat er mich dann doch eintreten lassen. Und nach 3 Stunden Gespräch hat er mir erzählt, mein bisheriger Mäzen ist in der Schweiz gestorben, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es bei mir weitergeht. Da habe ich gesagt, Herr Lechner, darf ich Ihr künftiger Mäzen sein? Der sagte, Sie kennen mich doch gar nicht. Ich kenne Ihr Buch und ich möchte, dass Sie auch die Kriminalgeschichte weiterschreiben. Inzwischen wusste ich, er war am 3. Band am Schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es sein und war 25 Jahre bis zu seinem Tod. Dann sein Mäzen habe ihn finanziert. Er brauchte keine Lesereisen mehr zu machen, was vorher notwendig war, weil er sonst seine Familie nicht ernähren konnte. Und er hat nur zu Hause gesessen. Die Bücher durfte sich alle bestellen in Bamberg, in der Bibliothek. Die Rechnung kam zu mir. Klar, er hat auch deswegen viel Zeit sparen können, weil er nicht durch Bibliotheken reisen musste. Er hat es geschafft, im 88., Ende 88. Lebensjahr, seinen 10. Band fertigzustellen. Nur Ende der 10. Band im Jahre 1850, da fehlt also noch ein Jahrhundert, aber das hatte er vorher schon geschrieben. Die Politik der Päpste im 20. Jahrhundert heißt das, das ist ein Doppelband gewesen. Das geht also bis 1950 ging der Band und der Rest wurde dann bis auf, ich glaube, Benedikt ist noch drin, der letzte Part ist nicht mehr drin, wurde von Schmidt-Salomon noch ergänzt. Das war nicht einfach, er musste ja den Sprachduktus von Karl-Heinz Lechner finden, aber Michael ist ein Universal-Genie, er hat es getroffen, der 11. Band, also wir sagen der 11. Band, Kriminalgeschichte des Christentums, Politik der Päpste 20. Jahrhundert, ist im Alibri-Verlag erschienen und glaub, ihr habt noch hier. Jedenfalls kann man ihn da bestellen. Das ist ein Werk, diese Kriminalgeschichte, was kein Mensch, Karl-Heinz, keiner seiner Freunde ihm jemals zugetraut haben, dass das überhaupt jemals zu Ende gebracht werden sollte. 2000 Jahre Kriminalgeschichte des Christentums, das ist unglaublich und auch ich hätte nicht dran geglaubt. Und ich musste ihn manchmal auch ein bisschen, ich war nicht immer zahm mit ihm, ich habe gesagt, Karl-Heinz, das musst du schaffen. Denn nur wenn die 10 Bände fertig sind, ist es ein vollendetes Werk, sonst bleibt es nur unvollendet, obwohl unvollendet auch schon sein kann in der Musik, das kennt man ja. Aber er hat es geschafft und deswegen ist er auch eigentlich nicht schweren Herzens gestorben. Er hat gesagt, ich habe mein Lebenswerk
vollendet, obwohl, und das ist vielleicht für einige interessant zu hören, wenn ich nochmals Schriftsteller würde, würde ich kein Kirchenkritiker, sondern Tierrechtler. Es gibt für ihn nichts Wichtigeres als der Einsatz für Tiere, und das hat ihm leid getan. Er sagt, da hätte ich vielleicht vielen Menschen helfen können, hier habe ich einfach nur geschrieben, das, was eben die Kirche alles Schlimme verbrochen hat. Und wir haben jetzt ja im Nachfolger, Rolf Bergmeier drei Bücher geschrieben über das, was Karl-Heinz Richter eigentlich in etwas anderer Form dargestellt hat. Und wir haben daraus eine Broschüre gemacht, Christliches Abendland, eine Legende. Die gibt es ja seit 4 Wochen. Die liegt auch vorne aus. Übrigens alle Broschüren, die vorne auf dem ersten Quertisch liegen, können Sie kostenlos mitnehmen. Sind alle von der Giordano-Bruno-Stiftung und sollen Ihnen ein bisschen eine Anregung geben. Und vielleicht können Sie daraus interessante Dinge erleben. Wenn Sie möchten, können Sie gleich noch eine Frage stellen oder Fragen stellen. Nicht zu lange, weil Hamlet ja auch mal dran soll. Aber ich möchte noch einen Satz oder zwei Sätze dazu sagen. Ich werde immer wieder gefragt, vielleicht fragt mich das hier auch einer, deswegen nehme ich die Frage voraus. Warum hast du so viel Zeit und Geld aufgewandt, um Karl-Heinz Dechner zu sponsern und die Stiftung zu gründen? Tja, da habe ich immer die gleiche Antwort, die hatte ich auch schon vorher, aber Michael Schmidt-Salmon kann die viel besser formulieren als ich. Er hat in seinem Manifest des evolutionären Humanismus, daraus haben wir nachher die 10 Angebote als Broschüre kreiert, die inzwischen 300.000 Mal in Deutschland angefordert und verteilt worden sind. Bei Ethikunterrichten, bei Religionsunterrichten werden die sehr viel verwandt. Da steht, das 10. Angebot lautet wie folgt: Stelle dein Leben in den Dienst einer größeren Sache, werde Teil der Tradition derer, die die Welt zu einem besseren, lebenswerteren Ort machen wollen und noch machen werden. Eine solche Haltung ist nicht nur ethisch vernünftig, sondern auch das beste Rezept für eine sinnerfüllte Existenz. Es scheint so, dass Altruisten die cleveren Egoisten sind, da die größte Erfüllung unseres Eigennutzes in seiner Ausdehnung auf andere liegt. Wenn du dich selber als Kraft im Wärmestrom der menschlichen Geschichte verorten kannst, wird dich das glücklicher machen, als es jeder erdenkliche Besitz sein könnte. Du wirst intuitiv spüren, dass du nicht umsonst lebst und auch nicht umsonst gelebt haben wirst. Ich danke euch allen fürs Zuhören und lasse jetzt den Abend Hamlet zu euch sprechen. Drei Fragen lassen wir zu von der Zeit. Wer möchte eine Frage stellen? Ja, wie kann ich Mitglied der Stiftung werden? Ja, ist eigentlich einfach. Da steht ja der Jonas Hopf, der wird wahrscheinlich künftig die Stiftung, zumindest im Vorstand der Stiftung, arbeiten. Sie können aber auch auf die Webseite gehen, Giordano-Bruno-Stiftung, ganz vorsichtig mal aufzuschreiben, einfach bei Google Giordano-Bruno-Stiftung, und da gibt es auch ein Formular, das kann man ausfüllen und schickt das praktisch per E-Mail an die Stiftung, oder man kann sich vorher auch Informationsmaterial kommen lassen, da kriegt man so 8, 9 Broschüren, da kann man sich nochmal genau informieren und sich das überlegen. Noch eins ist wichtig, die Stiftung ist ja eigentlich kein Verein, es sind ja kein Verein, Stiftung kann kein Verein sein, das ist, das weiß ein Jurist noch besser als ich, Stiftung ist ein vom Staat vorgegebene Organisation mit Aufsichtsrat, Vorsichtsrat sagen wir immer, wir führen die Stiftung so ein bisschen wie eine Firma, mit, jetzt muss ich schon überlegen, wie heißt das? Kuratorium, meine Frau sagt immer Krematorium, also Kuratorium heißt der sogenannte Aufsichtsrat der Stiftung, da den Vorstand, Michael Schmidt-Salm und ich, und ein 70-köpfiger Beirat. Das ist die Stiftung. Und in den ersten 2 Jahren
nach Gründung der Stiftung kamen immer wieder Anfragen, wie können wir eigentlich Mitglied in der Stiftung werden. Dann konnten wir immer nur sagen, die Stiftung kann keine Mitglieder haben, das geht nicht. Aber dann fiel uns ein, wir machen einen sogenannten Freundes- und Förderkreis, den wir dann gegründet haben, 2005. Und der wächst jedes Jahr, die letzten Jahre fast jedes Jahr um 1000 neue Mitglieder. Und das ist ein formloser Antrag, da braucht man auch keine, lediglich natürlich seine Adresse, müssen ja postalische Zuschriftadresse, E-Mail-Adresse, Telefon, wenn gewünscht wird, kann man hinschreiben, muss nicht. Die Stiftung verlangt auch keine Mitgliedsbeiträge, weil es kein Verein ist. Ja. Die Stiftung, in der Stiftung spenden etwa 40% der Mitglieder, was sie wollen. Es gibt Leute, die schicken jeden Monat 5 Euro, da kann ich nur den Hut abziehen. Und solche Leute, die haben wahrscheinlich nicht mehr, das ist viel Geld für die, ist manchmal mehr wie für den anderen 5.000. Also man kann spenden und dafür bekommt man ab 100 Euro aufwärts im Jahr auch eine Spendenbescheinigung, die man steuerlich abziehen kann. Ja, es ist eigentlich einfach. Ja. Sie können einem einen Brief schreiben, wenn Sie keinen E-Mail-Zugang haben, und dann kriegen Sie das, die Bestätigung auch. Die Bestätigung kommt sowieso immer per Post, weil ja viele Leute, aber immer weniger zwar, aber es sind immer noch Leute, die haben keine E-Mail-Anschluss, die bekommen das alle schriftlich. Frage beantwortet? Ja, ich habe Giordano Bruno Stiftung seit 3 Jahren beobachtet, aber ich merke mir, in dieser Organisation wird der Islam mit anderen Religionen wie Christentum gleichgesetzt und gleich kritisiert, eventuell. Und ich wollte fragen, warum ist es so, warum ist es Unwissen über Islam, westliche Intellektuellen, oder fehlt, kann man sagen, Mut, dass über Islam korrekt zu reden und korrekt zu kritisieren. Und der Unterschied zwischen Islam und Christentum wird überhaupt nicht beachtet. Dankeschön. Warum? Also warum wird nicht beachtet? Also als Karl-Heinz Tischner seine Bücher schrieb und noch in dem Zeitpunkt, als wir die Stiftung gegründet hatte, war vom Islam gar nicht groß die Rede in Deutschland. Ich finde, es ist sowieso schlimm, dass man sagt, der kommt aus einem islamischen Land. Früher hieß es, der kommt aus Marokko, der kommt aus Algerien, der kommt aus dem Iran und der kommt aus Syrien. Das sagt man heute gar nicht mehr. Heute kommt der immer aus einem islamischen Land, obwohl ich persönlich so viel Leute, die aus islamischen Ländern, vor allen Dingen aus dem Iran, kenne, die gar nicht mehr religiös sind. Die fühlen sich auch gar nicht als Muslim. Wir sind weggegangen, als Khomeini dran kam, weil wir nicht diesen Kram mitmachen wollen. Die sind geflüchtet, diese Leute. Und deswegen haben wir auch den Verein der Ex-Muslime mitgegründet mit Mina Ahadi. Wir haben den finanziert, den heute noch mit. Inzwischen gibt es den Verein in 12 Ländern Europas, den Verein der Ex-Muslime. Da können sich Leute anschließen, die eben sagen, wir sind zwar islamisch, vielleicht meine Mutter, bei euch ist das der Vater? Der Vater muss Muslim sein, dann sind die Kinder auch Muslim. Bei den Juden ist es anders, da muss die Mutter Jüdin sein, dann sind die Kinder auch Juden. Das hängt also von der, nicht wie beim Christentum, da muss man geboren werden, muss man getauft werden. Beim Islam muss man einen entsprechenden Vater haben. Und deswegen dürfen ja auch islamische Väter dürfen ja auch nicht islamische Frauen heiraten, denn die Kinder sind automatisch Muslims. Das ist eine tolle Geschichte, das hat Mohammed sich schon gut überlegt. Ja. Du kennst das ja, Amen. Ja, aber ja gut. Nein, wir haben jetzt eine Broschüre rausgegeben gegen Islamismus und Fremdenfeindlichkeit. Die liegt auch hier vorne. Wir haben ja nichts gegen Religion in der Stiftung. Ja? Überhaupt nicht. Jeder kann doch religiös sein. Wir sind doch keine Missionsgesellschaft. Wir wollen nur aufklären. Ja? Und aufklären heißt einfach sagen, man kann ja auch mal eine andere Perspektive einnehmen. Ja? Nur wenn die Dinge radikal werden, Islamismus oder holen wir doch mal die ganzen christlichen Sekten, die es da gibt, wie radikal die in Afrika sind, da werden heute jeden Tag noch junge Mädchen als Hexen verbrannt.
der Papst hat jetzt wieder Exorzisten ausgebildet, so ein Quatsch, der läuft, da wehren wir uns gegen. Und dann natürlich, das Christentum hat eine andere Bedeutung in Europa, andere als der Muslim, als die, die Islam, weil die zwei Großkirchen besetzen hier in Deutschland alle relevanten Stellen, die es nur gibt. Einer unserer Beiräte, der Dr. Carsten Frank, der hat ja auch schon Bücher Finanzen, Vermögen der Kirche in Deutschland, Caritas und Diakonie geschrieben, der ist jetzt gerade eine Recherche machen, das wird im Oktober wahrscheinlich das Buch kommen, das heißt die Kirchenrepublik Deutschland. Die Kirchenrepublik Deutschland. Er untersucht den Lobbyismus der zwei großen christlichen Kirchen in Deutschland und der ist größer, als wir nur ahnen können. Und deswegen sind wir natürlich überwiegend auch mit dem Christentum beschäftigt, aber der Islam lässt uns ganz sicher, auch nicht los. So, ich möchte nicht mehr dazu sagen, sonst kommen wir nicht ans Ende. Vielen Dank, Herbert Steffen. Ich schlage vor, wer noch Fragen hat zum Herbert Steffen, dann kann man das ja vielleicht für spätere Stunde noch machen. Jetzt erstmal Hamed Abdel-Samad, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Und danach können Sie dann auch noch Fragen stellen. So, schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Lauter. Kann man das? Okay, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Geht so? Okay. Lieber Herbert Steffen, liebe Gäste, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für alle, die das möglich gemacht haben. Ich freue mich erneut in Würzburg zu sprechen in dieser schönen Stadt. Ich werde heute über den islamischen Faschismus sprechen. Einen Begriff, der bei vielen Menschen sofort Emotionen hervorruft. Sehr verständlich. Sowohl bei Muslimen als auch bei nicht-muslimischen Deutschen, damit man das korrekt ausspricht, denn viele Muslime sind auch Deutsche. Dass Muslime diesen Begriff ablehnen, kann ich verstehen, weil kein Mensch will seine Religion im Zusammenhang mit dem Faschismus oder mit irgendeinem Verbrechen im Zusammenhang sehen. Gleichzeitig fühlen sich viele Bio-Deutsche sofort angegriffen, wenn man den Begriff Faschismus auf was anderes verwendet als auf die deutsche europäische Geschichte. Gerade Faschisten selbst sind natürlich sauer, wenn man den Islam oder den Islamismus mit dem Faschismus vergleicht. So unter dem Motto, doch nicht unser Faschismus. Ja? Das ist so ein Kulturgut mittlerweile geworden für Sie. Zuerst nehmen die Muslime uns die Arbeitsplätze weg und dann kommen sie und nehmen sie uns auch unseren Faschismus weg. Das geht gar nicht. Ja, so eine Sauerei aber auch. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu beleidigen oder irgendeinen Begriff aus der Geschichte irgendwie für was anderes zu missbrauchen. Ich wollte ursprünglich ein Buch über den Islamismus schreiben, weil ich unzufrieden war mit den meisten Büchern zu diesem Thema, zumindest im deutschsprachigen Raum. Da wird das Phänomen Islamismus sehr verkürzt aus meiner Sicht dargestellt.
Der Islamismus wird als ein modernes Phänomen beschrieben, als eine Reaktion auf den Kolonialismus. Und da auch aus einem Ergebnis des sozialen Elends in der islamischen Welt. Halt eine Reaktion. Aber die selbstverschuldeten Probleme der islamischen Welt werden bei solchen Studien sehr selten thematisiert. Die Theologie der Gewalt im Herzen des Islam selbst wird selten in diesen Büchern thematisiert. Und mein Vorhaben war, ein Buch zu schreiben, das die Geschichte des Islamismus erzählt, seit dem Propheten Mohammed bis heute. Als ich mit der Recherche begann, begann ich mit der Muslimbruderschaft in Ägypten, eine Bewegung, die 1928 entstanden ist. Da entdeckte ich unglaublich viele Parallelen zu der Sprache, zu der Struktur und zum Weltbild des Dritten Reiches. Nicht nur das, sondern nicht nur diese strukturelle und programmatische und ideologische Nähe, sondern ich stellte fest, dass es konkrete Zusammenarbeit zwischen den beiden gab. Daher kam erstmal der Titel, der islamische Faschismus. Es war eigentlich eine islamische Form des Nationalsozialismus. Selbstverständlich kann man viele Unterschiede entdecken, weil es ja zwei unterschiedliche Kontinenten gab. Aber die Geisteshaltung und die Weltbilder und die Haltung zu den Feinden, die Haltung zum Thema Kampf, die Haltung zum Thema Juden, die Haltung zum Thema Verschwörungstheorie, gekränkt sein, beleidigt sein, Rachegelüste, all das eint den modernen Islamismus mit dem Faschismus. Alles begann kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges endeten auch die Großreiche, die Habsburg-Monarchie, die KMK-Monarchie, war in sich zusammengebrochen. Der Kaiser in Deutschland musste abdanken. Die Zar-Monarchie in Russland wurde geschlagen und die Bolschewiken übernahmen die Macht. Und das Osmanische Reich fiel 4-5 Jahre später in sich zusammen. Und anstelle dieser drei Reiche kamen die Ideologien als neue Identitäten für diese Region. In Russland war es der Kommunismus, die neue Religion, die mit Gewalt oder freiwillig von den Massen angenommen wurde. In Deutschland und Italien machte sich der Faschismus bzw. der Nationalsozialismus als die neue Identität mit dem neuen Traum. Mit dem Traum, aus Asche wieder aufzuerstehen, wie der Phönix. Schon wieder eine Großmacht zu werden, wie das Römische Reich damals, gab es in Italien. Hitler entdeckte die germanischen Sagas und der Kampfgeist, das Heldentum. Wir werden wieder wer werden. Wir werden die Feinde besiegen. Und in der islamischen Welt nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches entstand die Muslimbruderschaft in Ägypten. Und das Osmanische Reich war natürlich das Kalifat, das die Mehrheit der Muslime unter einem Dach gebracht hatte. Mit dem Zusammenbruch des Kalifats gab es die Identitätskrise. Deshalb wurden die Muslimbruderschaft in Ägypten und die Maududi-Bewegung in Indien gegründet. Und beide sind bis heute eigentlich Motoren des Islamismus.
Und beide Männer, Hassan el-Banna und Maududi, die diese Bewegung gegründet haben, waren von Hitler und Mussolini sehr begeistert und sahen den Faschismus als ein Vorbild. Wir brauchen einen Führer, der nicht in Frage gestellt wird. Wir müssen genau das tun, was Italien und Deutschland getan haben. Die islamische Welt braucht genau das. 1935 schrieb der Gründer der Muslimbruderschaft Hassan el-Banna einen Artikel mit dem Titel Senior Mussolini erklärt ein Prinzip des Islam, nämlich das Dschihad-Prinzip. Mussolini hatte eine Rede 1935 auf einem Panzer gehalten und hat erzählt, Italien muss wieder aus Soldaten bestehen. Jeder Italiener zwischen 8 und 55 muss Soldat werden. Und er sagte, das ist einmalig in der Geschichte. Und das können nur die Italiener. Und Hassan el-Banna hat darauf geantwortet, dieser Mann versteht den Islam, den Kampfgeist. Jede Nation, die aufgehört hat, aus Kindern Soldaten zu machen, ist untergegangen. Aber Signor Mussolini machte einen entscheidenden Fehler. Er sagte, Italien ist das erste Land, der das möglich gemacht hat. Das stimmt nicht. Vor 1300 Jahren hatte der Prophet Mohammed vor ihm das geschaffen. Und er hatte natürlich recht. Dieses Prinzip des Militarismus ist im Herzen des Islam verankert. Es blieb nicht nur auf diese Lobesworte, sondern die Art und Weise, wie die Strukturen aufgebaut wurden, die Geheimdienste. Hassan el-Banna studierte genau, wie der Gestapo funktioniert hat. Er hat sogar das Logo der Muslimbruderschaft vom Hakenkreuz abgenommen. Statt Hakenkreuz hat er die zwei Schwerter. Es ist Islam. Wenn wir auf ideologischer Ebene vergleichen, dann entdeckt man unglaublich viele Parallele. Zwei Ideologien, die die Welt in Gut und Böse aufteilen, beziehungsweise Gläubige und Ungläubige. Die totale Vernichtung der Feinde in Kauf nehmen, weil sie diese Feinde vorher entmenschlichen. Die beiden Ideologien erhöhen die Idee des Kampfes, des Martyriums. Bei ihnen gibt es eine regelrechte Kultur des Todes. Das Kampfprinzip ist ähnlich, ist dem Dschihad-Prinzip ähnlich. Man kämpft nicht, um zu leben, sondern man lebt, um zu kämpfen. Der Kampf an sich ist die Ehre, ist die Erfüllung. Das verbindet Islamismus und Faschismus. Der unglaubliche Antisemitismus der beiden Bewegungen bezeichnet nicht bloße Judenfeindlichkeit, sondern Antisemitismus als Erlösungsvision. Die Vernichtung der Juden als eine Erlösungsvision. Und genau bei diesem Punkt kehrte ich in die Geschichte des Islam zurück und untersuchte, was damals geschah zwischen Mohammed und den Juden, was im Kollektivgedächtnis vieler Muslime bis heute alles ein ewiger Kampf gilt. Der Antisemitismus innerhalb des Islam ist sehr alt. Wie begann das? Es begann damit, ich auch Teil Ihrer Frage vielleicht beantworte, wie man den Islam kritisiert oder richtig kritisiert und ohne Hass. Da kann man nur machen, wenn man historisch kritisch alles betrachtet. Um historisch kritisch mit dem Islam umzugehen, muss man vorher den Koran als heiliges Buch entmachten. Das heißt, als ein menschliches Produkt betrachten,
das eine, aus einer bestimmten Geschichte entstanden ist. Da kann man mit dem Text menschlich umgehen. Aber solange dieser Text als das unverfälschte Wort Gottes gilt, kann kein Mensch Kritik üben oder historisch kritisch betrachten. Das Gleiche gilt auch für den Propheten Mohammed. Es ist keine Diffamierung von Mohammed, wenn man die Ereignisse, so wie die islamischen Quellen selbst beschreiben, rekonstruiert und sagt, das ist der Grund für dieses Übel, was wir heute in vielen Orten in der islamischen Welt haben. Denn dieser Mann hat unglaublich viel Macht auf die Bildung, auf die Geisteshaltung von vielen Menschen in der islamischen Welt. Und man kann nicht sagen, dass alles, was er getan hat, hat mit heute nichts zu tun. Nein, das hat viel Einfluss auf heute. Der Islam ist sehr ambivalent, weil der Islam ist über eine sehr lange Zeit entstanden, nämlich 23 Jahre. Und diese 23 Jahre unterteilen sich in zwei Phasen. Die Phase, wo Mohammed in Mekka gelebt hatte, war eine sehr friedliche, eine sehr spirituelle Phase. Und in der Tat stammen aus dieser Phase viele friedliche Passagen im Koran, die für Toleranz, für Zusammenleben, für Nächstenliebe plädieren. Er war zu diesem Zeitpunkt noch schwach, hatte wenige Anhänger, und es ist logisch, dass wenn man selber keine Armee hat, dass man auf die Toleranz anderer angewiesen ist. Deshalb hat er den Mekkanern gesagt, euch euer Glaube und mir mein Glaube. Aber nach 12 Jahren hatte er damit überhaupt keinen Erfolg, hatte ganz wenige Anhänger und entschied sich auszuwandern und ging nach Medina, 400 Kilometer nördlich von Mekka. Und dort verbündete er sich mit kämpferischen Stämmen, deren Job war, Handelskarawanen zu überfallen. Und da begann eigentlich der Erfolg. Daraus wurden tausende Anhänger. Jeder Anhänger war gleichzeitig ein Soldat in seiner Armee. Diese Soldaten griffen Karawanen an, griffen andere Stämme an. Und die islamische Ökonomie ist damit gegründet, basiert auf Kriegsbeute, auf Sklavenhandel und auf Kopfsteuer auf Juden und Christen und Ungläubigen. Eine tolle Geschäftsidee für die damalige Zeit. Und diese Geschäftsidee gedeihte. Und bis zum Osmanischen Reich war die Basis für die islamische Ökonomie. Und erst als dieses Prinzip der Wirtschaft in der Welt nicht mehr tauglich war und erst als neue Methoden, neue Produkte mit der Wissenschaft, mit der Technologie gekommen sind, erst dann verlor die islamische Welt die Führung in der Welt. Die Juden saßen in Medina und wollten sich an Mohammeds Kriege nicht beteiligen. Sie kamen ihm entgegen mit den 10 Geboten. Du sollst nicht töten. Und wie Hitler wollte er enthemmt Kriege führen. Und diese moralische Keule, dieses moralische Gewissen wollte er ausrotten. Genau so wie Hitler dieses moralische Gewissen bei den Juden auch ausrotten wollte. Die Antwort von Mohammed auf die Juden ist auch sehr ähnlich.
wie die Antwort von Hitler auf die Juden. Ein bisschen lauter bitte. Ja. Die Antwort von Mohammed auf die Juden war Hitlers Antwort auf die Juden ähnlich. Zuerst die totale... Die totale Verdammung, die Entmenschlichung. Hitler hat über die Juden gesagt, sie seien Ungeziefer. Mohammed hat über die Juden gesagt, sie sind schlimmer als die Tiere. Hitler verband die Vernichtung, die totale Vernichtung der Juden mit einer Heilsvision für Deutschland. Erst wenn der letzte Jude ausgerottet ist, beginnt die neue Zeit. Das war seine Geisteshaltung. Und bei Mohammed war es auch ähnlich. Er hat zwei Stimmen, es lebten drei Stämme in Medina, drei jüdische Stämme, hat zwei Stimmen. Einfach vertrieben, ohne ein Verbrechen begangen zu haben. So. Er hat immer etwas als Ausrede. So einmal saß er da an einer Wand angelehnt und dieses Haus gehörte einem Juden. Und dann stand er plötzlich auf und sagte, der Erzengel Gabriel kam zu mir und hat mir gesagt, der Jude, der in diesem Haus wohnt, wollte mich umbringen mit einem Stein von seinem Haus. Eine visuelle Halluzination oder eine akustische Halluzination war genug, um ein Urteil nicht nur gegen diesen Mann, falls es tatsächlich so war, sondern der ganze Stamm musste Medina verlassen. Der letzte Stamm, und da gibt es strukturelle Ähnlichkeit mit dem Holocaust, ich weiß, das stört viele Leute. Nein, wir wollen nicht irgendwas mit dem Holocaust verbinden. Ich rede von der Geisteshaltung. Ich spreche von der Ideologie und von der Geisteshaltung. Er wollte Krieg gegen die Mekkaner führen. Die Juden wollten sich an diesem Krieg nicht teilnehmen. Er hat sie danach damit bestraft, dass Frauen und Kinder des dritten Stammes in die Sklaverei verkauft wurden und alle Männer des Stammes, 600 bis 900, abgeschlachtet worden, enthauptet worden, auf sein Befehl. Und es blieb nicht dabei, ein Konflikt zwischen Mohammed und den Juden war, Juden von damals. Nein, er hat daraus eine Vision für die Zukunft für Muslime gemacht. Er hat gesagt, das jüngste Gericht, wird nicht kommen, der jüngste Tag wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Muslime werden alle Juden töten. Der Jude wird sich hinter Bäume und Steine verstecken. Die Bäume und Steine werden sprechen, O du Moslem, hinter mir versteckt sich ein Jude, komm und töte ihn. Genau das verbindet den Islam mit dem Faschismus. Dass aus der Vernichtung eines Volkes eine Heilsvision, die Erlösung, verbunden ist. Das ist genau der Ausgangspunkt. Wir wissen, kommen wir wieder zum 20. Jahrhundert. Wir wissen, dass es auch Zusammenarbeit zwischen Muslimbrüdern und dem Nazi-Regime gab. Wir kennen Hajj Amin al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, der 1941 nach Berlin kam und von Berlin aus eine Radiostation mit Nazi-Geldern gegründet hat, um Nazi-Propaganda überall in der islamischen Welt in 7 islamischen Sprachen, Arabisch, Persisch, Kurdisch, Türkisch, Urdu und so weiter. Nicht nur das, Hajj Amin al-Husseini hat für Hitler den Dschihad ausgerufen und hat 2 muslimische SS-Legionen gegründet. Viele wissen das nicht.
und die haben auf der Seite Hitlers im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Verlassen wir die 20er und 30er Jahre und 40er Jahre und kommen wir zum Jahr 2014. Kurz, genau jetzt vor einem Jahr. Was war da los? Mein Buch erschien im April mit dem Titel Der islamische Faschismus. Alle Fachleute erstmal, sowas gibt es nicht. Das ist weit hergeholt. Und dann plötzlich, das, was ich im Buch beschreibe, sieht man in der Realität in Irak und Syrien, was der IS da alles macht. Genau, alles wäre ich dabei gewesen. Und dann lasen die Leute natürlich das Buch ein bisschen anders und viele haben sich gefragt, wie sollte man das überhaupt sonst nennen, wenn Menschen enthauptet werden, nur wegen das, woran sie glauben oder nicht glauben, wegen kleiner Delikten, dass Homosexuelle in den Tod gestürzt werden, vom höchsten Gebäude der Stadt, dass jesidische Frauen versklavt werden, zur Sexualität gezwungen werden, vergewaltigt werden. Was soll man das sonst nennen? Diese moralische Überlegenheit, dieses Gefühl der Auserwähltheit, diese Lust am Töten, am Morden. Wie kann man das sonst anders nennen als der islamische Faschismus? Nun kann man sagen, der Islam ist eine Religion und der Faschismus ist eine politische Ideologie. Ja, aber umgekehrt ist es auch. Der Islam ist nicht nur eine Religion, sondern auch eine politische Ideologie. Und der Faschismus ist nicht nur eine politische Ideologie, sondern auch eine Form von Religion. Mit allem, was zur Religion gehört. Charismatische Führer, absolute Wahrheiten, Prinzip Ehre, heilige Schriften. Wissen Sie, wo die allererste faschistische Bewegung in Europa gegründet wurde? In Frankreich. L'Action Française hieß sie. Es war eine militant-katholische Bewegung. Ich weiß, dass in Würzburg viele Katholiken leben. Hm? Noch oder auch? L'Action Française, Sie können recherchieren, war eine militant-katholische Bewegung, die die Moderne abgelehnt hatte, die die politische Macht des Papstes wiederherstellen wollte. Eine Konterrevolution sozusagen gegen die Französische Revolution. Und Mussolinis Bewegung, der Faschismus, war von dieser katholischen Bewegung inspiriert. Und es ist kein Zufall, dass der Faschismus auch in Italien gedeihen konnte, da wo die katholische Kirche auch zu Hause ist. Weil das Prinzip, die Idee des unfehlbaren Führers war da. Die Idee der absoluten Macht. Die Idee der Bevormundung, der Uniformierung, der moralischen Uniformierung der Menschen, war schon da. Es hat es kein Zufall. Also, es begann eigentlich mit einer religiösen Bewegung, mit dem gleichen Heilsversprechen. Und das übernahm Mussolini. Wer die Reden von Mussolinis hört oder von Hitler, da erinnert man sich, auch an das Alte Testament. Das tausendjährige Reich. Das sind biblische Dimensionen auch.
auch wenn der Betroffene selbst nicht besonders religiös war. Aber die Sprache und die Geisteshaltung dahinter und die Idee, das Konstrukt, kommt eigentlich von dieser Geschichte. Auf der anderen Seite ist der Islam, wie gesagt, nicht nur eine Religion. Der Islam hat natürlich mehrere Aspekte. Und natürlich hat der Islam auch eine sehr angenehme spirituelle Seite, die ich als Kind erlebt habe, die ich bei meiner Großmutter sehr geachtet habe. Sie war eine sehr, sehr edle und moralische Frau, von der ich sehr viel gelernt habe. Sie war gläubig, aber das war ihre Privatsache. Sie hatte ihren Glauben nicht auf Politik oder auf Gesetzgebung übertragen. Und diesen Unterschied muss man immer machen, damit man nicht automatisch jeden Moslem verunglimpft, alles potenzielle Terrorist oder alles Fundamentalist. Nein, es gibt viele, Gott sei Dank die Mehrheit der Muslime, sind friedliche Menschen, die ihre Religion im Privaten haben, aber eine bedeutende Minderheit unter Muslimen, die genau das nicht will, die Religion als ein Gesetzbuch betrachtet, als ein politisches Manifest. Sie gehen davon aus, das ist die letzte Religion, die letzte Botschaft Gottes an die Menschen. Das muss sein Manifest gewesen sein. Das heißt, das ist das Letzte. Das habe ich vollkommen. Nicht kritisierbar. Nicht verhandelbar. Und diejenigen, die versuchen, eine Trennung zu machen zwischen Islamismus und Islam, das klappt irgendwie nicht, weil alles, was die Islamisten machen, sie berufen sich auf den Propheten und auf den Koran. Und sie bekommen sehr klare Antworten. Natürlich berufen sich auch friedliche Muslime auf den Koran und auf Mohammed. Aber allerdings immer auf die Phase von Mekka, die aber die frühere Phase war. Das heißt, was danach kam, war das Manifest. Und es gibt auch in der Koran-Exegese das Prinzip der Abrogation, das bedeutet, die späteren Passagen tilgen die früheren Passagen. Und das ist das Problem, weil wir werden sehr oft mit dem Thema konfrontiert, ist der Islam friedlich oder gewalttätig? Diejenigen kommen mit wunderbaren Passagen und es gibt sehr schöne Passagen im Koran. Gott hat euch als Mann und Frau erschaffen und in Völker aufgeteilt, damit ihr euch kennenlernen möget. Kann man sich nur sich gegenseitig umarmen, wenn man sowas hört. Das kommt aus den früheren Passagen. Nächstenliebe, Toleranz, Mitgefühl, Vergebung, all das gibt es im Koran natürlich. Und Muslime berufen sich darauf. Allerdings gibt es auch und tötet sie, wo auch immer ihr sie findet. Wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann enthauptet sie. Steht auch im Koran. Und das ist das Dilemma. Die Islamisten haben den Koran nicht missverstanden. Sie setzen nur das um, was drin steht. Sie tun das, sie wiederholen das haargenau, was der Prophet seinerzeit getan hat. Das Problem allerdings ist nicht, was im Koran steht und was Mohammed getan hat. Das Problem ist der Stellenwert von Mohammed und vom Koran für Muslime heute. Diese Unantastbarkeit ist das Problem. Dass man mit dem Text als das vollkommene Wort Gottes umgeht und mit dem Propheten als das absolute moralische und politische Vorbild für alle Zeiten umgeht. Hier ist der Kern. Hier liegt das Problem. Und deshalb brauchen wir Fundamentalkritik. Brauchen wir eine humanistische Religionskritik, auch in Bezug auf den Islam, ohne 1,1 Milliarden Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Aber bestimmt und ehrlich
den Koran und den Propheten kritisieren. Und das ist das, was ich in meinen Büchern mache. In diesem Buch, der Islamische Faschismus, und im Oktober erscheint mein nächstes Buch, Mohammed, eine Abrechnung, wo ich genau diese Krankheiten, die aus seiner Zeit stammen und auf Muslime heute übertragen wurden, analysiere, alles historisch kritisch und alles aus den islamischen Quellen zitiert. Warum soll das am Ende eine Beleidigung der Muslime sein? Es ist meine Leseart. Als Karl-Heinz Dechner seine wunderbare Bände über Kriminalgeschichte des Christentums geschrieben hat, da mussten auch Christen das hinnehmen, dass es so ein Buch mit diesem Titel gibt. Ich weiß nicht, ob Mordaufrufe gegen ihn dann ausgesprochen wurden oder ob er dann unter Polizeischutz stehen musste oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber zumindest war diese Welle der Empörung und Entrüstung nicht so da, wie mit dem Buch der Islamischen Faschismus. Warum? Warum? Jesus wird auch satirisch behandelt. Man kann dazu stehen, wie man will, Geschmackssache. Aber kein Mensch würde sagen, diese Satire-Sendung muss geschlossen werden oder der Moderator muss getötet werden deshalb. Warum ist das bei Mohammed der Fall? Da ist das Problem. Ich verstehe, dass Menschen vielleicht verletzt werden könnten, wenn ich so das sehe. Aber wir leben in einer Welt, wo 6 Milliarden Menschen keine Muslime sind. Und Muslime können nicht diese 6 Milliarden aufzwingen, den Propheten genauso zu achten und zu ehren, wie sie selbst. Das geht nicht. Die einfachste Lösung ist, dass Muslime lernen, mit ihren Gefühlen besser umzugehen. Dass sie gelassener auf Kritik reagieren. Mit Argumenten auf Argumente reagieren. Und nicht mit Beleidigung, nicht mit Drohung und schon gar nicht mit Gewalt. Das ist das, was ich beabsichtige. Ich beanspruche nicht die absolute Wahrheit für das, was ich schreibe. Es ist meine Leseart. Und sie hat Geltung. Für manche mag es rational sein, für manche mag es radikal sein. In beiden Fällen sind das nur Gedanken, Meinungen, die ich in Bezug auf Mohammed und auf den Koran ausformuliere. Und ich warte auf Kritik und Gegenkritik und Argumenten. Und hoffe, dass das dazu beiträgt, dass Muslime mit Kritik besser umgehen. Ich weiß, als der Titel meines nächsten Buches bekannt wurde, da waren gleich, muss das sein? Alleine diese Frage berechtigt den Titel. Dass man sagt, muss das sein? Stellen Sie sich vor, irgendjemand schreibt ein Buch mit dem Titel Moses, eine Abrechnung, Jesus, eine Abrechnung, Noah, eine Abrechnung, irgendein Prophet, kein Thema, kein Thema. Die Tatsache, dass bei Mohammed gerade manche linke Intellektuellen in Deutschland, die sonst auf das Christentum und auf Jesus pfeifen, ja, gerade diese, wenn es um Mohammed geht, ja, das ist aber, da muss man aufpassen, sonst rutscht man da in den Rassismus. Warum sagen Sie das nicht in Bezug auf Jesus oder Moses oder irgendeine andere Religion? Warum gibt es Rassismus? Warum gibt es Rassismus nur, wenn es um Muslime geht? Wir haben ein Riesenproblem mit Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen, mit antideutschen Ressentiments, auch unter jungen Muslimen. Das ist kein Rassismus.
Nur eine Einbahnstraße. Und ich lehne diese Haltung ab. Ich musste auch mit meinen Gefühlen im Laufe meiner Geschichte umgehen. Ich war nicht immer so. Sie haben es gehört, ich war mal richtig radikal drauf. Ich glaube, wir haben, lieber Herbert, eine ähnliche Geschichte in dieser Hinsicht. Als junger Student in Kairo war ich Mitglied der Muslimbruderschaft. Und da ist auch, ich ging auf der Straße und skandierte Tod Amerika, Tod den Juden und dachte, die Erlösung kommt nur mit der Vernichtung der Feinde Gottes. Und durch Kritik, durch Provokation musste ich umdenken, musste ich nachdenken, musste ich feststellen, wo liegt wirklich das Problem. Und ich bin im Nachhinein allen Menschen dankbar, die mich provoziert haben, die den Islam vor mir kritisiert haben. Denn sie haben mich zum Umdenken gebracht. Und das hat einen Denkprozess bei mir ausgelöst, der bis heute anhält. Es gibt unglaublich viel, was man über Islam, Islamismus und Faschismus sagen kann. Aber ich mache hier einen kurzen Schnitt und warte auf kluge, kurze Antworten, Fragen. Und hoffentlich dadurch werden wir das, was im Vortrag gefehlt hatte, dann kompensieren und vielleicht darauf eine Antwort finden. Vielen Dank. Und ich war dafür. Vielen, vielen Dank, lieber Hamed Abdelsamad. Fragen bitte. Wir in Deutschland verstehen nicht so ganz, was es mit den Sunniten und der anderen Fraktion so auf sich hat, warum gerade die Sunniten im Augenblick so im Vormarsch sind und so eine Unterstützung genießen. Und wir hören ja auch irgendwelche Scheichs aus Katar und ähnlichen Staaten. Nichtregierungsorganisationen unterstützen anscheinend diesen Vormarsch massiv, und da hätte ich gerne eine Antwort für. Die Spaltung der Muslime in Sunniten und Schiiten hat sich sehr früh in der islamischen Geschichte ereignet, nämlich kurze Zeit nach dem Tod von Mohammed. Es war die Frage, wer sein Nachfolger sein sollte. Seine Stimme aus, einige Stimmen aus Mekka und einige Stimmen aus Medina wollten ihn beerben. Und seine Familie, sein Cousin Ali und sein Onkel, wollten die Macht übernehmen. Es kam aber zu einer Koalition, die Ali ausgeschlossen hatte, sein Cousin, und hat die Macht übernommen. Und erst nach drei Kalifen kam Ali an der Macht und wurde ermordet. Seine Anhänger trauerten seinen Tod. Und das Wort Shia bedeutet Anhänger, und damit sind die Anhänger Alis gemeint. Und bis heute berufen sie sich auf ihn und sagen, dass die Macht ihnen gestohlen wurde, das Kalifat ihnen gestohlen wurde. Bei den Sunniten sagt man, ein Kalif muss nicht aus dem Hause des Propheten sein, er muss einfach nur Sunnit sein. Und bei den Schiiten heißt das, nein, er muss direkt aus der Familie des Propheten stammen. Und es muss in dieser Linie bleiben, und dann gibt es dieses Imamat. Und das ist das Mullah-System, das Mullah-Regime. Das sind erstmal die Hintergründe. Es gab viele Bürgerkriege im Laufe der Geschichte zwischen den beiden. Und es hat sich alles im 20. Jahrhundert schon erledigt, weil sowohl das Osmanische Reich fiel und Atatürk dann an die Macht kam, und in Persien
auch ein moderner Schah, der Vater des letzten gestürzten Schah, Pahlavi, hielt nicht so viel von Religion. Bis zum Jahre 1979, als die Islamische Revolution in Iran stattgefunden hat, da hat der Iran natürlich auch wieder regionale Ansprüche erhoben, weil Schiiten nicht nur im Iran leben, sondern auch die Mehrheit der Iraker besteht aus Schiiten, die Mehrheit der Bahraini besteht aus Schiiten, fast ein Drittel der Menschen in Jemen sind Schiiten, viele Schiiten, die Mehrheit der Libanesen oder der Muslime im Libanon bestehen aus Schiiten und in Jemen und Syrien und Iran fing an, diese Schiiten in diesen Gebieten natürlich versuchen an sich zu reißen und eine regionale Macht aufzubauen. Hezbollah im Libanon war auch ein Ergebnis davon. Da erwachte Saudi-Arabien, was vollkommen andere Ideologie verfolgt, der Wahhabismus, und begann eine Konterrevolution gegen diese iranische Revolution. Man fing an, den Wahhabismus überall in der arabischen Welt zu exportieren und Milizen zu unterstützen, Islamisten zu unterstützen. Und die prallen jetzt aufeinander, genau in diesen Ländern, wo es sowohl Sunniten als auch Schiiten gibt. Da, wo es gerade brennt, gibt es einen Machtkampf zwischen den beiden, vor allem in Irak und Syrien gerade. Entschuldigung, aber ich nehme nicht von Anfang an. Dankeschön. Also ich habe tatsächlich etwas einzuwenden gegen diese Gleichsetzung von Holocaust und islamischem Faschismus, weil ich denke, Hitler hat die Juden nicht als moralische Macht verfolgt, sondern es ging um die angebliche Weltverschwörung und es ging sehr stark um Geld, es ging sehr stark um materielle Werte. Das ist meine Anmerkung. Ansonsten verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen, also in Bezug auf die Geisteshaltung. Es gibt in allen Religionen eine solche Tendenz der Radikalisierung, also des Radikalen. Also das gibt es ja im Christentum, wenn man an die Kreuzzüge denkt. Es gibt es auch im Judentum mit sehr orthodoxen, sehr stark an dem Wort hängenden Juden. Und es gibt es eben auch im Islam. Man müsste doch versuchen können, beim Islam sozusagen eine Religion daraus zu machen, die für das 20., 21. und 22. Jahrhundert geeignet ist. Ganz kurz, ich habe nie von einer Gleichsetzung natürlich gesprochen. Zwei Phänomene miteinander zu vergleichen, bedeutet nicht automatisch, sie miteinander gleichzusetzen. Das sind vollkommen unterschiedliche Epochen und Hintergründe und so weiter. Aber es ging um die Ideologie und die Geisteshaltung. Die Fundamentalismen miteinander zu vergleichen, um diese Fundamentalismen am Ende zu relativieren, ist ein gefährliches Unterfangen. Als ich in der Schule war und keine Hausaufgaben gemacht habe, hat meine Mutter, weil sie sauer auf mich, und hat sie gesagt, warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Und dann habe ich gesagt, mein Cousin hat auch seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann hat sie gesagt immer, vergleich dich mit dem Besseren, nicht mit dem Schlechteren, damit du Erfolg haben kannst. Und das ist bei mir schon hängen geblieben. Es mag sein, dass in Indien kein geeigneter Umgang mit Frauen, vor allem mit Witwen, da ist. Soll ich deshalb sagen, okay, dann ist es in Ordnung, was in der islamischen, was Frauen passiert in der islamischen Welt? Nein. Die Inder sollten sich darum kümmern. Genauso wie die Juden sich darum kümmern sollten, so wie in Europa seit Jahrhunderten man sich mit dem christlichen Fundamentalismus auseinandersetzt, sowohl von der Theologie selbst als auch von außerhalb. Und das ist das, was Muslime tun sollten, sich nicht darauf verlassen, dass auch andere mal schlecht waren
und die eigene Realität von heute mit der Vergangenheit anderer vergleichen, das bringt uns nichts. Man muss die Probleme benennen, vor allem die hausgemachten Probleme. Aus dem Islam eine Religion zu machen, die für das 21. und 22. Jahrhundert tauglich ist, ich weiß nicht, ob man den Islam neu erfinden kann. Ich sage immer etwas, was auch sehr provokativ ist, aber das ist meine Grundüberzeugung. Der Islam ist nicht reformierbar. Muslime und ihr Denken aber sind reformierbar. Die Geisteshaltung gegenüber der Religion ist reformierbar. Wenn wir darauf warten, dass muslimische Gelehrte das Gebäude von innen reinigen und humanistisch gestalten, da können wir nicht nur bis zum 22. Jahrhundert, bis zum 77. Jahrhundert. Da wird nichts passieren. Weil das ist sowas wie die Sowjetunion und die katholische Kirche ist. Wenn man anfängt, das Reformen von innen irgendwie zu machen, da droht das gesamte Haus in sich zusammenzubrechen, dann rollt man wieder zurück. Das Haus lebt von Autorität. Das Haus lebt von Bevormundung. Das Haus lebt von Angst. Von Macht. Und die Gelehrten werden die eigene Macht nicht freiwillig abgeben. Viele Leute sagen, der Islam braucht einen Martin Luther. Wenn ich nur das höre, da zucke ich zusammen. Ja, Martin Luther. Ja. Und denn wir haben schon einen Martin Luther im Islam. Das sind die Salafisten. Ja, Luther hatte was gegen die Macht der Kirche und sagte, wir sollten zurückkehren zu dem, was Jesus sagte und tat. Das genau, haargenau sagen die Salafisten und deshalb haben wir den Salaf. Denn das Vorbild Mohammed, wenn die Salafisten sagen, lasst uns das tun und sagen, was der Prophet getan und gesagt hatte, bitteschön, IS hat das so implementiert, wie das Buch sagt. Und deshalb, meiner Meinung nach, braucht der Islam keinen Luther, sondern einen Erasmus von Rotterdam, einen Bildungsphilosophen, der die Religion relativiert, die Dogmen, sein wunderbares Buch Lob der Torheit, ist eine tolle Lektüre, wie man mit den Sakramenten der Kirche umgehen kann. Sehr lustig und geistreich und humanistisch. Und genau das. Wir brauchen mehr Erasmus und ich sage es auch sehr bewusst, wir brauchen auch mehr Charlie Hebdo's im Islam. Kurt Westergaard, mehr Satire über Mohammed, über den Koran, um das zu relativieren. Der Islam braucht mehr Ketzer, die dieses Gebäude, starre Gebäude, in Frage stellen. Diese feinen Reformen, ein Haus, das dabei ist, sich in sich zusammenzubrechen. Die Reformer kommen und malen das Haus mit einer schönen Farbe und schreiben darauf dann ein schönes Haus. Ich hab viele Vergleiche in dieser Hinsicht. Ich habe mal in einem Vortrag in Kairo einen Vergleich zwischen Islam und einem alten Auto gemacht. Das kam bei jungen Menschen sehr gut an. Ein altes Auto hat keine Bremse mehr. Und auf der Straße tötet sie jeden Tag mehrere Menschen. Und der Fahrer besteht darauf, das Problem ist nicht das Auto, die Straßen sind nicht gut geebnet. Und das ist die Apologetik vieler Reformer. Und dann kommt einer und sagt, wir machen mal eine Reform über diesem Auto. Niemand schaut auf den Motor, der
schon längst weg ist. Niemand schaut auf die Bremsen, die nicht mehr vorhanden sind. Niemand schaut auf die Ausstattung, sondern die malen das Auto mit einer schönen roten Farbe und schreiben darauf Ferrari 2015. Das ist ein Selbstbetrug. Und übrigens, die meisten interreligiösen Dialogsveranstaltungen enden mit diesem Selbstbetrug, dass jede Religion versucht, von sich die schönste Seite zu zeigen und über die tatsächlichen Probleme wird nicht geredet. Ich möchte Sie bitten, dass Sie eine kurze Frage stellen, damit möglichst viele dran können. Also ich habe ehrlich gesagt keine Frage. Ich wollte nur Ihre Meinung unterstützen und ein bisschen noch ergänzen. Und deswegen, ich brauche so 3-4 Minuten und ich bitte. Ja, danke schön. Was mich interessiert, ist, Sie haben ja erwähnt, dieses Geschäftsmodell sozusagen, hat es ein bisschen herausgearbeitet und dass das dann ja zu Ende war quasi und dann quasi ja der Islam die Führung ein bisschen verloren hat. Und wenn ich mit jungen Muslimen spreche, die wieder sehr neu von dieser Idee begeistert sind, die ja dann immer so den wahren Islam anführen, da begegnet mir dann doch auch immer wieder sehr stark irgendwie sowas, ich kann es noch gar nicht einordnen, in Bezug auf Amerika sozusagen, Kapitalismuskritik und eben genau sowas, also ich habe den Eindruck, deswegen frage ich Sie, dass da irgendwie auch so eine Linie liegt, so ein gewisses Defizit, wenn ich dann sage, also es wird dann sehr stark gesagt, der Kapitalismus mit seinen negativen Seiten breitet sich so aus und deswegen muss jetzt der Islam dagegen steuern, hat auch das Recht quasi ja die zu beanspruchen, quasi ein Weltmodell zu erarbeiten und so weiter. Sie wissen, was ich meine, ich kann es noch gar nicht richtig greifen, ich wollte Sie nur dazu kurz fragen, wie Sie das charakterisieren würden. Man kann mit Kapitalismuskritik auch so viel Unsinn machen. Ich glaube, es gibt kaum mehr kapitalistische Staaten auf der Welt heute wie die islamische Welt. Der Konsum, was dort alles stattfindet, ohne Produktion. Also man produziert selbst nichts, aber konsumiert unglaublich viel und kritisiert diejenigen, die das produzieren und hält sie für Ungläubige. Einer der drei Gelehrten, die den Mordaufruf in Ägypten gegen mich ausgesprochen haben, kommt regelmäßig nach Deutschland zur Behandlung, aber in einer sehr flammenden und berühmten Rede wütet er über den ungläubigen Westen. Er benutzt ein westliches Flugzeug, um hierher zu kommen, geht zu einer westlichen Klinik, lässt sich von westlichen ungläubigen Ärzten behandeln, die Medizin, die er nimmt, alles westlich. Aber das sind alle Ungläubige und man muss gegen den Kapitalismus vorgehen und der Islam ist ein Gegengewicht. Das ist immer eine Haltung der Verlierer. Ich hatte eine Unterhaltung mal mit einem Mann in einer Moschee in Kairo. Wenn ich in Kairo bin, dann gehe ich in eine Moschee, weil die Klimaanlage dort immer gut funktioniert. Gerade im Sommer. Und da saß ich da und da saß ein Mann und hat aus dem Koran gelesen. So war vielleicht mein Alter, so Anfang 40. Und wir hatten uns unterhalten, woher ich lebe und so. Ja, Deutschland, ja, und da Ungläubige, da kam das Thema Ungläubige und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihm gesagt, glauben Sie, dass Sie ins Paradies kommen und derjenige, der diese Klimaanlage erfunden hatte, in die Hölle? Und dann hat er gesagt, ohne zu zögern, selbstverständlich, da war kein Muslim. Und das
Das ist etwas, wo man sagt, ja, vielen Dank erstmal an den Kapitalismus, der uns die Klimaanlage bis in dieser Moschee hierher gebracht hatte. Man kann in der Theorie wahnsinnig viel über den Kapitalismus schimpfen, aber was tut man eigentlich als ein Gegenmodell, was auch für Menschen Arbeitsplätze und so weiter schafft? All das gibt es nicht. Man hat selber keinen Job, man schafft selber keinen Job, aber es ist sehr bequem, antikapitalistisch zu sein. Und die Krankheit, dass man denkt, ein Wissenschaftler, der sein Leben lang daran gearbeitet hat, so ein Geschenk für die Menschheit. Vielleicht hier in Deutschland spüren Sie das nicht, dass es ein Geschenk ist. Aber in Ländern, wo es 50 Grad im Sommer wird, ist es ein Geschenk? Ist es das Paradies auf Erden? So kann man sich vorstellen. Nein, ich nehme diesen jungen Menschen nicht ab, dass ihre Hinwendung zum Islam eine Art Kapitalismuskritik oder Kritik des Westen. Das ist die Ideologie, die ihnen eine Illusion verkauft. Eine Illusion, dass sie befugt sind, die Welt zu verbessern, obwohl sie nicht ausgebildet sind, diese Rolle zu übernehmen. Der IS glaubt, dass er die Menschheit retten kann. Paradoxerweise. Er sieht sich als Geschenk für die Menschheit, weil er verblendet ist. Genauso wie Hitler vom Weltfrieden gesprochen hat, als er seine Kriegspläne geschmiedet hatte. Auch Stalin dachte, er rettet die Welt. Jeder Diktator denkt, er rettet die Welt. Es sind sehr oft junge Menschen, ob türkisch oder arabischstämmig oder deutschstämmig, die einen Minderwertigkeitskomplex haben, minderbegabt sind, aber sehr ambitioniert sind. Sie wollen sehr viel erreichen, obwohl sie wenige Begabung und wenige Ausstattung und Bildung dafür haben. Und der Islamismus gibt ihnen diese Illusion, dass mit wenigen Schritten sie diesen Traum schaffen können. Sie müssen nicht eins in der Schule haben. Sie müssen nicht lange studieren und sich ausbilden lassen. Es reicht, wenn sie den Koran lernen, mit nach Syrien gehen, dann haben sie eine Win-Win-Situation. Entweder gewinnen sie den Krieg in Syrien, dann werden sie als Richter eingestellt. Es gab den Fall tatsächlich, dass ein Ägypter, der in Berlin 15 Jahre lang als arbeitslos gemeldet war und von Sozialhilfe gelebt hatte, 15 Jahre, keinen anständigen Beruf je in seinem Leben ausgeübt hatte, der ging nach Syrien, danach nach Irak und wurde als Bildungsminister des IS eingestellt. So funktioniert das. Man steigt auf, wenn man den Krieg gewinnt und wenn man verliert, dann kommt die wirkliche Belohnung dann. Dann gibt es Paradies, dann gibt es 72 Jungfrauen. Ja, gestern bei einem Vortrag hat mir jemand was Nettes gesagt. Er hat gesagt, nein, das sind nicht 72 Jungfrauen, das ist eine 72-jährige Frau. Das fand ich eigentlich ganz lustig, eine super Überraschung. Vielleicht eine Frage von ganz hinten. Eine kurze Erwähnung zwischendurch, es gibt später oben noch was zu trinken. Einige schwitzen sich. Noch eine Erwähnung in eigener Sache, wer uns seine Kontaktdaten noch nicht gegeben hat, dies aber möchte, draußen kann man sich noch eintragen, E-Mail-Adresse reicht, wir nehmen dann Kontakt auf. Ich mache es ganz kurz und schmerzlos. Ein namhafter Autor, der Name fällt mir jetzt nicht ein, hat in einem Buch die Befürchtung ausgesprochen, dass im arabisch-islamischen Raum der 30-jährige Krieg begonnen hätte, was vor allem ganz erschütternd ist, dass vier Staaten ja schon auseinandergebrochen sind. Libyen, Irak, Syrien, Jemen.
Halten Sie das nicht, vielleicht auch nicht für unwahrscheinlich? Sie finden den gleichen Satz in meinem Buch. Also ich habe das ja genau das geschrieben, dass das, was zwischen Schiiten und Sunniten sich anbahnt, ist der Beginn des innerislamischen 30-jährigen Kriegs. Ich fürchte, ja. Weitere Fragen? Ja, Sie sagten, Gewalt beginnt mit Gefühlen. Ich behaupte, Gefühle entstehen durch Gedanken. Und wenn wir unser Denken und die anderen ihr Denken nicht ändern, dann entsteht immer wieder Krieg. Wenn ich Ihnen auf der Straße begegne und ich nicht weiß, dass ein Türke sieht oder egal, wie auch immer, ein Ausländer, sagen wir ganz einfach, dann Achtung, respektiere ich Sie als Mensch, wie ich auch von Ihnen respektiert werden möchte. Das heißt also, die Gedanken, da ist der Ansatzpunkt, egal wo ich bin auf der ganzen Welt. Und es gibt ja die schöne Geschichte vom kleinen Prinzen, vom Exupéry, der sagte, der Fuchs zum kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und das rufe ich hier in den Raum, fangen wir an mit dem Herzen zu sehen und nicht mit den Gedanken zu beurteilen und zu verurteilen. Das ist eine Ansichtssache. Ich glaube, je nachdem, jeder kann das mit sich ausmachen. Ich glaube, ein Augenarzt würde sagen, wer mit dem Herzen sehen will, hat im Medizinunterricht nicht aufgepasst. Aber es ist natürlich eine Metapher, und wir nehmen das als eine Metapher. Man sollte seinen Verstand nicht ausschalten, das ist gefährlich. Und vielleicht ist diese Balance zwischen Gedanken und Gefühlen immer wichtig, denn Gedanken erzeugen Gefühle und Gefühle erzeugen Aktionen. Und es ist unmöglich, irgendwas auszuschalten und zu sagen, ich lasse mich nur von Gefühlen steuern. Das kann man vielleicht alleine in einem geschlossenen Raum bei der Meditation oder im Gebet tun, aber ich glaube, für das Zusammenleben muss der Verstand entscheidend sein, und diese netten, Idealen werden uns wirklich nicht so sehr weiterhelfen. Ich habe so viele, wie gesagt, Dialogsveranstaltungen erlebt, wo Lichter gezündet werden und Hand an Hand. Und es ist wirklich sehr rührend. Aber vielleicht für die Menschen, die im Raum sind, bringt es etwas. Aber es geht nicht außerhalb des Raumes. Gedanken dagegen aber können außerhalb des Raumes auswandern und viel bewirken und verändern, oder auch im Positiven wie im Negativen Sinn. Also ich habe zwar sehr viele Fragen, aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Sie sagten vorhin schon, Kritik am Islam wird in Deutschland ja oft als Rassismus aufgefasst. Viele Leute trauen sich ja schon nichts mehr zu sagen. Was mich am meisten stört, sind die vielen Frauen, die hier mit dem Kopftuch ankommen. Dann heißt es immer, ja, ich muss mich vor dem Blick der Männer schützen oder ich will die Männer nicht begehrlich machen. Also das finde ich einen absoluten Schwachsinn, wenn das wirklich so ist. Ich habe einen Artikel da, da hat es ein Imam gesagt, ja, die Frauen müssen deshalb Kopftuch tragen, damit sie die Männer nicht reizen. Dann würde ich doch sagen, diese Männer sollen sich doch Scheuklappen ansetzen, wenn sie ihre Gefühle nicht haben. Und nicht die Frauen verunstalten lassen. Das ist eine Idee oder eine Kritik. Ich sehe da keinen Rassismus, wenn Sie das sagen. Viele würden das sofort als Rassismus begreifen. Ich bin aber
habe meine eigene Meinung zu diesem Thema Kopftuch gemacht. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Mich interessiert nicht, was irgendjemand auf seinen Kopf setzt, sondern was in diesem Kopf drin ist. Zurück zum Thema Gedanken. Ich kenne Frauen, die Kopftuch tragen, die Fundamentalisten sind, die das als ein politisches Symbol tragen. Und ich kenne Frauen, die ein Kopftuch tragen, nur aus Gewohnheit oder Tradition. Und die sind ganz kluge, selbstbewusste Frauen, die man nicht aufgrund eines Kleidungsstücks aus der Gesellschaft in die Ecke schieben sollte. Damit die Demokratie wehrhaft bleibt. Was ich dagegen bin, ganz eindeutig, ist, wenn ein Mädchen mit 7 oder 8 in die Schule mit Kopftuch kommt. Das ist für mich ein klarer Verstoß gegen Artikel 2 der deutschen Verfassung, der die freie Selbstentfaltung des Menschen garantiert. Die Freiheit des Einzelnen ist wichtiger als die Religionsfreiheit, die auch manchmal sehr schwammig verstanden wird und auch schwammig interpretiert. Ich kann jetzt dann einen zweiten Vortrag gleich dran hängen, ist eine sehr lange Geschichte. Meine Interpretation dieser ganzen Geschichte ist, finden Sie in dem nächsten Buch über Mohammed. Nee, weil es geht um ihn als Person. Das Kopftuch war nie eine moralische Sache, sondern eine psychologische Sache. Zwei seiner Ehefrauen wurden beschuldigt, ihn betrogen zu haben. Er war über 60, seine Frauen zum größten Teil über 20 oder unter 20 sogar. Und da wird ein Mann, er hat kein Kind von ihnen gekriegt, all das natürlich bewegt einen Mann. Und dann kommen die Gerüchte zweimal, dass seine Frauen ihn betrogen haben. Und dann kamen all diese sinnlosen Geboten, zunächst mit der Verschleierung, dann mit der Vollverschleierung, dann mit der Auspeitschung von Ehebrecherinnen, dann doch mit der Steinigung der Ehebrecherin. Das ist eine gekränkte Seele eines arabischen Mannes, der nicht mehr sicher war. Das ist die Quelle, woher das wirklich kam. Der Beweis dafür, dass es keine moralische Frage war, ist, dass es den Sklavinnen verboten war, Kopftuch zu tragen. Sklavinnen dürften sogar ihre Brüste zeigen, ganze Brüste. Also ging es nicht darum, den Mann vor der Reize der Frau zu schützen, sondern es ging darum, Mohammeds Frau unter Kontrolle zu halten. Und das war der erste Vers über Mohammeds Frau, damit sie nicht auffallen, hieß es. Und dann, wenn man wirklich rein theologisch jetzt sagt, okay, Mohammed wollte nicht, dass seine Frauen auffallen oder erkannt werden, deshalb hat ihnen dann das Kopftuch vorgeschrieben. Heute in Europa fällt eine Frau erst recht auf, wenn sie ein Kopftuch trägt. Das heißt, sogar die theologische Bedeutung ist obsolet. Das macht keinen Sinn mehr, aber es ist natürlich auch Teil eines Sendungsbewusstseins geworden, einer Identität. Ich bin so, ich bin anders. Und bei vielen ist es nur eine Gewohnheit und sie denken an nichts, weil die Mutter war so und sie war auch so. Das Problem ist, wir haben Islamverbände in Deutschland, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, die genau dieses Thema instrumentalisiert, daraus Politik macht, versuchen dadurch, also wenn alles Bundesverfassungsgericht das Urteil gekippt hat, dass eine Lehrerin kein Kopftuch an der Schule tragen sollte,
es ist alles mit vielen Auflagen und so weiter, sehr kompliziert. Aber da war es der Jubel bei den Islamverbänden. Und jetzt wird die Lehrerin natürlich an der Schule unterrichten. Dann kann man auch das, den Mädchen an der Schule sagen, sieh zu, deine Lehrerin trägt das, warum trägst du nicht? Und dann geht der Teufel wieder los. Da sehe ich die Probleme, nicht die Entscheidung einer einzelnen Frau. Wenn die Frau über 18 ist, darf sie anziehen oder ausziehen, was sie will. Aber gerade nochmal zum Thema Schule. Mich interessiert, ob Sie auch in Schulen gehen, mit jungen Menschen, Mädchen und Jungen auch sprechen. Und im Sinne von Ethik oder eben religiöser Erziehung, was wäre da sinnvoll jetzt zum Thema Islam, auch gerade hier in Deutschland? Das letzte Mal, als ich in einer Schule gesprochen war, war es wirklich ein Ereignis. Das war in Berlin vor einem Jahr, genau vor einem Jahr. Und ich war auch überrascht, weil die Schüler selbst eigentlich, von ihnen ging die Einladung an mich. Die haben meine Thesen in den Medien aufgenommen, muslimische Schüler. In einer Schule, wo es 160 muslimische Schülerinnen und Schüler waren. Und das war keine Hauptschule oder so, das war ein Gymnasium. Und normalerweise bin ich oft mit drei Beamten unterwegs, die aufpassen, dass nichts schief läuft bei der Veranstaltung. Ich glaube, an diesem Tag waren es 9. Weil man weiß, dass, und Gott sei Dank, dass sie 9 waren. Es war eine sehr emotionale Geschichte, wo die Lehrerinnen und Lehrer zum ersten Mal begriffen haben, was unter der Oberfläche bei ihren Schülerinnen und Schülern ist. Dass unglaublich viele von ihnen Sympathien für Salafisten haben und sogar die Idee des Dschihads in Syrien toll finden. Am Ende musste die Schule sogar einen der Schüler anzeigen, weil er so wüst über seine Lehrerinnen und Lehrer geschimpft hat und sie als Ungläubige bezeichnet hat und so weiter und so fort. Und das ist ein Problem, dass die Schule kaum Mittel hat, mit diesem Thema Radikalisierung umzugehen. Dann kam aus der Islamkonferenz heraus, saßen ja die Verbände mit dem Innenminister, mit den Kommunen und mit anderen muslimischen Persönlichkeiten. Ich war selber 3 Jahre Mitglied dieser Islamkonferenz. Da kam die Idee von Islamunterricht, dass man dadurch dagegen halten konnte. Ich halte nicht viel davon. Ich war der Einzige in der ganzen Konferenz, der bis zum Ende gesagt hat, ich bin für Religionskunde, aber nicht für konfessionsgebundenen Religionsunterricht. Und zwar nicht nur in Bezug auf den Islam, sondern auf alle Religionen. Ich hasse die Idee, dass Kinder oder Schülerinnen und Schüler voneinander getrennt werden in der Schule wegen der Religion. Es muss einen Weg geben, sie zusammenzubringen und über alle Religionen zu sprechen, von mir aus mit Respekt, aber auch bitte kritisch und nicht religiöse Wahrheiten an der Schule zu unterrichten. Das ist nicht die Aufgabe der Schule. Es gibt dafür genug Angebote in den Moscheen und in den Kirchen und in den Synagogen. Und die Schule eigentlich sollte ein Gegengewicht zu dem werden und nicht das Gleiche in Grün nochmal wiederholen. Man muss die Kinder Instrumente geben, selbstkritisch und kritisch mit der eigenen Religion umzugehen und die Ereignisse und die Figuren zu entmystifizieren und im historischen Kontext zu verstehen. Und das kann ein konfessionsgebundener Unterricht nicht schaffen. Unser Problem in Deutschland, in der Bildung, aber auch in vielen anderen Problemen, die wir mit den Islamverbänden haben, sind auch deutsche strukturelle Probleme. Der deutsche Beamte
will ans Telefon und will sagen, mit wem kann ich sprechen, wenn ich mit dem Islam reden will. Und da schaut er sich an, Zentralrat der Juden, katholische Kirche, evangelische Kirche, dann brauchen wir auch sowas für den Islam. Und dann kommen eigentlich ethnische Vereine, die früher wenig mit dem Islam zu tun hatten, die waren türkische Vereine oder pakistanische Vereine, erkennen die Möglichkeit, Profit zu machen. Und dann gründen sie Zentralrat der Muslime in Deutschland. Ein großes Wort, wenn man die Mitgliederzahlen sieht von Zentralrat der Muslime in Deutschland. Das sind 10.000 Mitglieder. Das heißt, weniger als 1/4% aller Muslime in Deutschland. 1/4%, nicht einmal 1%, aber hat diesen großen Namen, Zentralrat der Muslime. Und dann sitzt der Vorsitzende in jeder Talkrunde und sagt, das hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Das ist sein Lieblingssatz. Das ist seine Funktion. Sonst, er will nicht über Radikalisierung sprechen, er will nicht über Antisemitismus bei muslimischen Jugendlichen sprechen, er will über Islamunterricht sprechen, ich will über Anerkennung des Islam als Körperschaft des öffentlichen Rechts sprechen. Ja, das bringt natürlich später Kirchensteuer für Muslime. Er will über Wohlfahrtsverbände sprechen. Da, genau, alles mit Steuergeldern natürlich, selbstverständlich. Sie haben selbst kein Geld, um die Miete für ihre Moschee zu bezahlen, aber sie wollen Krankenhäuser bauen und Wohlfahrtsverbände aufbauen. Warum? Weil die Beziehung des deutschen Staates zu den Kirchen veraltet ist und keiner wagt es zu sagen, wir müssen mehr Säkularisierung wagen, nicht nur in Bezug auf den Islam, sondern auch in der Beziehung zu den Kirchen. Es sind noch sehr, sehr viele Fragen im Publikum. Wir wollen nicht unhöflich sein, sagen Sie Bescheid, wenn Sie müde werden und genug haben. Du bist der Einzige in deutscher Sprache, das nach meiner Ansicht korrekt und Wahrheit Islam kritisiert. In diesem Sinne habe ich gesagt, warum Giordano Bruno immer wie die Islam mit Christentum vergleicht. Die haben große Unterschiede. Die Religionskritik insgesamt und die Islamkritik insbesondere sollte humanistisch ausgerichtet sein und nicht pauschal über Menschen irgendwie sagen, der Muslim an sich ist so oder so oder so. Ich komme täglich in Kontakt mit vielen Muslimen, manche sind Kulturmuslime, manche sind ehemalige Muslime, manche sind immer noch gläubige Muslime. Und es gibt viele von denen, die Demokraten sind. Ich behaupte mal die Mehrheit. Und wenn ich sage, der Islam an sich ist nicht reformierbar, weil er genau dieses geschlossene Gebäude ist, bedeutet nicht, dass der Mensch sich nicht reformieren kann. Ein Mensch besteht aus mehreren Identitätsschichten, der Mensch ist dynamisch, der Mensch ist veränderbar und wer an Menschen nicht glaubt, dass sie sich verändern, wenn ich das tun würde, dann würde ich kein Wort schreiben. Wenn ich nicht an diese Veränderbarkeit glaube, wenn ich sie selbst nicht in meinem Leben erlebt habe, man muss immer zwischen Menschen und Ideologien unterscheiden. Man muss auch versuchen, Menschen zu gewinnen, vor allem wenn es um Reformen geht. Und ich tue das in meiner Kritik immer, dass ich die Ideologie gnadenlos, wie Sie heute gehört haben, ohne Wenn und Aber, ohne Relativierung kritisiere. Aber gleichzeitig darf man nicht 1,5 Milliarden Muslime weltweit oder 4 bis 5 Millionen Muslime in Deutschland alle den gleichen Eigenschaften zuschreiben. Das ist das, was Fundamentalisten tun. Sie schreiben uns allen
die gleichen Eigenschaften zu. Sie glauben nicht an unsere Veränderbarkeit. Wir sind für sie verdammt. Wir dürfen das gleiche Spiel nicht mit ihnen machen. Ja, ich würde gerne mal wissen, wie Sie das sehen, was ich frage. Eine wichtige Komponente des europäischen und des angloamerikanischen, auch des japanischen Faschismus ist ja der Rassenhass. Beim Islam dazu führt, andere Menschen zu diskriminieren, ist da, wie ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten glaube zu erkennen, nicht der Rassenhass, sondern der Religionshass. Ja, das ist eine feine Unterscheidung, die man macht. Ich gehe darauf natürlich auch in meinem Buch ein. Entscheidend ist die Idee der Auserwähltheit. Ob diese Gruppe sich durch eine Rasse definiert oder durch Glaubensgemeinschaft definiert, spielt eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass diese Gruppe von sich selbst ausgeht, als die Auserwählte, die einzig gerettete Sekte auf dieser Welt, die das Recht hat, die Welt umzuerziehen, die Welt zu beherrschen. Das ist entscheidender, was diese Verbindung ausmacht, ob es die Rasse oder die Ideologie. Beim Faschismus und beim Nationalsozialismus war es nicht nur die Rasse, sondern auch die Ideologie. Die Ideologie. Es waren nicht alle deutschen Lieblinge des NS-Regimes, sondern nur Deutsche, die an die NS-Ideologie geglaubt haben, die das auch unterstützt haben. Deshalb hat auch Hitler Arier umgebracht oder nach Auschwitz geschickt oder Schriftsteller verbannt, obwohl sie Arier waren. Also für ihn war nicht das Prinzip die Rasse allein entscheidend, sondern die Ideologie und die Konformierung und der blinde Gehorsam. Das war auch ein weiterer Punkt, blinde Gehorsam, was Islam und Faschismus verbindet. Weitere Fragen? Vielleicht aus dieser Seite? Ja, gerade in Bezug auf die Faschismus-Vergleichbarkeit würde mich interessieren, was Sie zum Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran sagen, ob das Appeasement-Politik ist, die am Ende mehr Schaden als Nutzen hat, oder ob eine gewisse Annäherung auch von positiven Folgen gefolgt sein kann. Ja. Ich verstehe die Motive, die die US-Regierung dazu geführt hatte, zu glauben, es sei besser, wenn man zu diesem Abkommen kommt. Man setzt aber voraus, dass das Gegenüber ehrlich ist in allem, was er zu dem sagt. Dann hundertprozentig kontrollieren kann man das nicht. Vor allem, wenn man sagt, wenn Sie sagen, Kontrollen ja, aber bitte sagen Sie uns 40 Tage davor. Das ist sehr, sehr suspekt. Und jetzt spricht der Politikwissenschaftler, die Erfahrungen mit dem Iran gerade in diesem Thema haben gezeigt, dass der Iran sehr klug war, seine Absichten zu verstecken, um zu dieser Machtposition zu kommen. Es gibt gerade im schiitischen Islam das Prinzip Taqiyya. Taqiyya bedeutet, der Moslem darf, wenn er in einer Gefahrensituation sich befindet, seine Feinde täuschen und seine Absichten verbergen. Das kam nicht so sehr durch im sunnitischen Islam, aber daraus ist im schiitischen Islam ein Konzept, was für die Mullahs
fast Staatsdoktrin ist. Khomeini hat es vorgeführt, als die Revolution da war. Die ersten, die, wir sagen uns nur die islamische Revolution, aber die ersten, die auf der Straße gingen, lassen Sie mich bitte ausreden. Die ersten, die auf der Straße in Iran gingen gegen den Schah, waren Studenten, meistens linke Studenten. Und der Khomeini kam später dazu, als er gemerkt hatte, dass die Revolution schon die ersten Erfolge gefeiert hatte, dass der Schah unter Druck gerät, das Land verlässt. Und dann hat er den Linken den Eindruck vermittelt, dass er auch Freiheit will und Demokratie will und hat diese Begriffe benutzt, Freiheit und Demokratie. Er hat auch als erstes einen säkularen Ministerpräsidenten eingesetzt, um die Armee auch zu neutralisieren. Und dann, als er ein Referendum machte, schrieb er drin, die Gesetzgebung wird von der Scharia abgeleitet. Und das war's. Dann gewann er das Referendum mit 93%. Und dann, was Scharia bedeutet, das haben wir dann in den Jahren danach gesehen. 130.000 Menschen wurden hingerichtet, die gegen diese Verfassung oder gegen dieses Regime waren. Und diese Erfahrung soll uns lehren, dass man nicht das Versprechen von so einem Regime einfach so kritiklos annehmen kann. Es müssen andere Mechanismen da sein, um gerade dieses Atomthema zu behandeln. Ich habe es noch nicht ganz klar, was ich ausformulieren möchte, aber ich will es einfach mal. Als ich im Mathematikunterricht vom Begriff Diskriminierung gehört habe, war ich ganz erstaunt, dass Mathe was mit Diskriminierung zu tun hat. Bis ich dann gemerkt habe, dass es vom Verb Wortherkunft Unterscheidung bedeutet. Abgrenzung von etwas anderem. Und auch im Zwischenmenschlichen, man unterscheidet sich durch die Religion oder durch die Herkunft, durch die Kultur. Welche Möglichkeiten gibt es, auch jetzt mit dem Islam, Gemeinsamkeit zu sehen und dadurch zusammenzukommen, anstatt auf die Unterschiede zu achten? Was meinen Sie da? Um Gemeinsamkeiten zu finden, muss man die Unterschiede zuerst ehrlich und klar benennen und nicht sie unter den Teppich kehren. Sonst wiederholt man das, was in etlichen interreligiösen Dialogsveranstaltungen passiert. Da treffen sich die guten Christen und die guten Juden und die guten Muslime, die sonst natürlich keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, auch füreinander schon gar nicht. Und dann reden über Abraham und über gemeinsame Feste und das Opferfest und Pessachfest und Friede, Freude, Eierkuchen. Und da fließen die Fördergelder, da gibt die Stadt auch gerne Geld da aus und dann geht jeder nach Hause und fühlt sich gut. Und wem ist geholfen damit? Niemand. Zuerst müssen die Unterschiede, die Probleme, die Gräber angesprochen werden, damit man einen gemeinsamen Boden findet. Wer Konflikte ausblendet, löst sie nicht, sondern verzögert sie und dann brechen sie später noch schlimmer aus. Ich glaube, die meisten Probleme, die wir heute mit der Integrationsdebatte haben, kommen davon, dass der Staat sich geweigert hat, das Problem rechtzeitig zu erkennen oder mindestens zu benennen. Oder man dachte, das Problem wird sich von alleine lösen mit der Zeit, aber man merkt, das Problem verschlimmert sich und verändert sich nicht. Wir haben schon etwas Gemeinsames, was uns verbindet, das Grundgesetz. Das ist eine sehr gute Basis, wo wir alle, egal woher wir kommen, eine Chance haben. Wir haben die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten. Und das ist der Boden, worauf wir stehen können. Gerade wenn ein Jude, ein Moslem, ein Christ, ein Buddhist, ein Hindu und ein Atheist zusammenkommen, wenn sie anfangen, über Religion zu sprechen, da gibt es sehr schnell Konflikte. Aber
Um zusammen in einen öffentlichen Raum zu kommen, muss jeder seine Religion für sich behalten, und dann sollten die Errungenschaften des Humanismus, der Menschlichkeit, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir müssen nicht von Mohammed und von Jesus und von Moses rückwirkend Segnung dafür bekommen, dass wir uns gegenseitig nicht abschlachten. Wir sind schon so weit. Die Menschenrechtserklärung hat das für uns möglich gemacht. Wir können uns einigen. Ich habe mal ein Beispiel gehört und wiederhole das gerne. Es gibt religiöse Rituale, da treffen sich ein paar nackte Männer im Wald und urinieren auf einem heißen Stein. Das gibt es wirklich. Und man darf das machen. Man darf das machen. Man kann das im Wald machen, in einem versteckten Ort. Dann übt man sein religiöses Ritual. Aber wenn man dann anfängt, in jeder Kneipe das zu machen, da beginnt das Problem. Und dann wollen sie auch in der Schule pinkeln. Säkularisierung bedeutet, niemand darf im Hof der Schule pinkeln, und Religionen schon gar nicht. Wenn Sie erlauben, stelle auch ich eine Frage. Die arabische Zivilisation, die war ja mal führend in der Welt, das sogenannte goldene Zeitalter. Heutzutage trägt ja dieser Raum überhaupt nichts mehr bei zum Fortkommen der Menschheit an sich. Welches Szenario ist für Sie wahrscheinlicher, dass dort irgendwann was Neues entsteht oder dass zum Beispiel in 100 Jahren der ganze Mittelmeerraum von Europa einverleibt wird zum Beispiel? Da mussten Sie auf mein übernächstes Buch warten. Nein, genau in diesem Buch, der islamische Faschismus, gibt es ein Kapitel von mir. Erstmal eine Diagnose zu erstellen oder Anamnese. Wie es dazu kam, dass diese Kultur so schwach geworden ist, so krampfhaft geworden ist. Um diese Frage zu beantworten, muss man sich fragen, wie wurde sie erfolgreich und vor allem in Sachen Philosophie und Medizin und Wissenschaft. Die islamische Leseart dieser Geschichte sagt, die Araber waren Beduinen, strittig und hatten keine Ahnung von der Kultur. Dann kam Mohammed, hat die Araber geeint und hat aus ihnen eine Hochkultur gemacht, die in der Welt führend war, was Medizin, Philosophie und so weiter militärisch war. Aber ich bin der Meinung, das war nicht der Islam, der diese Kultur zustande gebracht hatte, sondern die Vermischung vieler Kulturen, die zufällig unter arabischer Herrschaft waren. Es waren Perser, es waren Syro-Aramäer, es waren Juden, es waren Ägypter, die aus ehemaligen Hochkulturen waren, die sich zusammen vermischt haben, dieser Mischkrug der Nationen. Das ist das, was auch unter Alexander in der Levante stattgefunden hat. Das wiederholte sich nochmal in Bagdad und in Damaskus unter islamischer Herrschaft. Wenn der Islam tatsächlich der Motor dieser Zivilisation und dieser Wissensrevolution war, dann hätten wir Städte wie Mekka und Medina alles weltführend in Medizin und in Musik und in Philosophie. Aber Mekka und Medina sind seit Mohammed bis heute genau monokulturelle Städte, wissensfeindliche Städte. Wo waren die Hochburgen der islamischen Kultur? Bagdad, Cordoba, Kairo, Damaskus, da eben
wo diese Vermischung schon längst eine Realität war, da wo die arabischen Herrscher keine Berührungsängste mit anderen Kulturen hatten. Sie haben zugelassen, dass man Werke der griechischen Philosophen übersetzt hat und kommentiert hat. Das hat eine neue Dynamik des Wissens in Gang gesetzt, die aber im islamischen Mittelalter wiederum unterbrochen wurde. Und zwar kurz nach dem Überfall der Mongolen auf Bagdad. Da haben die Gelehrten in der islamischen Welt gesagt, wir wurden besiegt, weil wir uns vom Koran entfernt haben. Wir haben so viel Zeit für Philosophie, für Musik, für Kunst, für Tanz. Wir haben investiert, wir haben zugelassen, dass Wein und Gesang in jeder Kneipe in Bagdad zugelassen wird. Und wir müssen davon abkehren. Wir müssen zurück zum Koran. Und seitdem galt der Koran als das allumfassende Buch, beinhaltet alle Antworten. Da braucht man sich nicht nach Wissen zu bestreben. Und dann kam eine Phase, wo das Osmanische Reich über die islamische Welt geherrscht hatte. Ich glaube, da war genau der Punkt, wo die Kultur endgültig sich in die Isolation verabschiedet hatte. Unweit von hier in Mainz wurde von vor 500 Jahren eine wunderbare Erfindung kam zustande, der Buchdruck. Der Buchdruck hat die Welt revolutioniert, die Wissenskultur verändert. Vorher war das Wissen ein Monopol für die Kirchen und für die Fürsten. Danach, mit der Vielfältigung der Texte, konnte sich jeder bilden. Die Privatisierung des Wissens, das war der Motor der Aufklärung. Nicht, was Luther gemacht hat. Was Luther gesagt oder geschrieben hat, hätte keine Bedeutung, wenn der Buchdruck nicht in der gleichen Zeit da war. Diese Verbreitung, diese Diskussion, das Osmanische Reich hatte diese Erfindung abgelehnt, weil die religiösen Gelehrten Angst hatten, dass der Koran dadurch verfälscht wird und in Umlauf gebracht wird, sodass die Gelehrten die Kontrolle über den Text nicht mehr haben, dass sie die Deutungshoheit über den Koran verlieren. 3 Jahrhunderte lang wurde die islamische Welt vom Buchdruck verschont. Und das hat harte Spuren hinterlassen. Die Prozesse, die in Europa abgelaufen sind, Aufklärung, Wissensrevolution, technologische Revolution, all das, davon kam nichts in die islamische Welt, bis Napoleon 1798 seine Expedition in Ägypten hatte. Da kam die erste Druckmaschine nach Kairo, nach Alexandria. Und sie wurde am Hafen von religiösen Eiferern zertrümmert. Und man nannte sie die Teufelsmaschine. Erst 1930 gab es an Al-Azhar die Druckmaschine. Sie können sich vorstellen, was die islamische Welt in diesen Zeiten verändert hat. Und wir erleben jetzt mit dem Internet, das ist der neue Buchdruck. Und die gleichen Prozesse laufen wieder in der islamischen Welt. Da erleben wir eine ähnliche Entwicklung, eine neue Diskussionskultur. Diese Google-Kultur ist manchmal positiv. Früher saß ich in der Schule in Ägypten und der Imam oder der Lehrer hat irgendwas gesagt, ich musste es glauben. Der Imam hat in der Schule, in der Moschee, in dem Fall, das war mein Vater, irgendwas erzählt von oben nach unten. Ich hatte keine Möglichkeit, das zur Verifizierung oder zur Falsifizierung. Jetzt sitzen die Jungs und die Mädels in der Moschee und in der Schule und googeln, was der Lehrer sagt. Und dann widersprechen. Das machen wir. Schon Hoffnung. Und genau das fehlt. Das, was im 9. Jahrhundert schon da war, dass man die Bücher der anderen übersetzt.
jenseits des eigenen Tellers schauen und sehen, was diskutieren die anderen, was gibt es in der Welt. Das ist schon die Hoffnung, aber ich sage immer, zwischen Gutenberg und Zuckerberg liegen 500 Jahre, die uns verloren gegangen sind. Man muss sehr viel tun, damit man das nachholen kann. Dann sage ich vielen Dank, lieber Hamed Abdelsamad, dass du dir jetzt auch so lange Zeit für uns genommen hast. Hat uns sehr gefreut. Wir haben viel von ihm verlangt, für vergleichsweise wenig oder noch. Bleibt aber kein. Volle 3 Stunden. Jonas Hopf. Ich heiße Jonas Hopf. Nutzen Sie die Gelegenheit, diesen Kanal zu abonnieren, damit Sie nicht verpassen, wenn ich ein neues Video hochlade.